Professor Halfpenny! Professor Halfpenny! Ein Telegramm für Sie, Sir. Die Vorlesung fällt bis auf Weiteres aus. Ist was, Chef? Ich beobachte den Mechaniker schon eine ganze Weile. Er nimmt kein Werkzeug, macht keine Arbeitsgeräusche. Und liegt still wie eine Mumie. Soll ich ihm Beine machen? Lassen Sie mal, Archibald. Das wird mir ein Vergnügen sein. So eine Unverschämtheit. Was fällt Ihnen denn ein? Genau das Gleiche wollte ich Sie fragen. Auf Betrug steht Gefängnis. Wenn ich mit weniger als 6 Arbeitsstunden zurückkomme, ist mein Chef sauer. Was kann ich dafür, wenn ich die Karre schon nach 4 Stunden in Ordnung habe? Machen Sie das öfters? Immer. Hier, ziehen Sie sich was an, sonst kriegen Sie einen Schnupfen. Zeigen Sie mich an? Nein, aber ich werde Sie bestrafen. Wie? Indem Sie heute Abend mit mir bummeln gehen. Muss ich das bezahlen? Auf meine Kosten natürlich. Genehmigt. Chef, ein Telegramm für Sie. Ausgerechnet jetzt. Ja, manchmal ist die Post flotter, als man denkt. Was Ernstes? Ich muss sofort verreisen. Oh. Und unser Abendbummel? Fällt bis auf Weiteres aus. Homer Halfpenny. Oh, Professor. Einen Moment, Sir. Ja? Oh, mein lieber Professor Halfpenny. Ich habe schon auf Ihren Anruf gewartet. Sind Sie reisefertig? Aber für Sie immer, Madame. Wo sollen wir hinfahren? Nach Frankreich. Genauer gesagt, nach Paris. Näheres erfahren Sie von unserer Botschaft dort. Es handelt sich um Senor Juarez, den Präsidentschaftskandidaten von Pablo Rica. Irgend so ein Staat in Südamerika, glaube ich. Er macht eine Frankreich-Rundfahrt und danach kommt er zu uns nach England auf Besuch. Sie sollen auch seine Sicherheit bis nach England garantieren. Da es sich nicht um einen offiziellen Staatsbesuch handelt, können auch keine offiziellen Maßnahmen getroffen werden. Gute Reise. Und wie immer, bitte keine Gewalt. Sehr gern, wenn dies dem Auftrag dienlich ist. Du siehst reiselustig aus. Ich bin es auch. Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald, da wachsen unsere Reben. Hoffentlich sind sie nicht zu sauer. Das werden wir feststellen, wenn wir sie ausprobiert haben. Lass die Knarre stecken, Jungchen, wir beißen nicht. Erwarten Sie Besuch? Nein. Würden Sie bitte diesen Tisch verlassen? Sie stören. Genau das Gleiche wollte ich eben zu Ihnen sagen, kleines Fräulein. Was fällt Ihnen ein? Keine Sorge, genau das Richtige. Was wollen Sie? Nun, zunächst Ihnen Feuer geben und Ihnen herzliche Grüße aus London bestellen, wo Sie in 4 Tagen erwartet werden. Sie brauchen uns doch nicht mehr, oder? Nein. Danke. Bitte. Eine ziemlich kratzbürstige kleine Dame. Hm?
Ja, ihr Temperament geht manchmal mit ihr durch, aber solche Leute brauchen wir in unserer Partei. Ist sie mit dem Revolverschlinger verheiratet? Nein, nein, er liebt sie, aber was sie für ihn empfindet, entzieht sich meiner Kenntnis. Private Gefühle spielen in unserer Partei eine sekundäre Rolle. Dann ist ja noch Hoffnung. Sollen Sie mir nur Grüße ausrichten oder mich auch begleiten? Beides, Senor Juarez. Wir werden bis zu Ihrer Ankunft in London nicht von Ihrer Seite weichen. Sehr freundlich, meine Herren, aber sehr lange werden Sie mich wahrscheinlich nicht zu begleiten haben. Bis England. So lautet unser Auftrag. Ich weiß, ich weiß. Nur, ich werde England nicht erreichen. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil ein Attentat auf mich geplant ist. Was? Irgendwann, an einem der nächsten Tage, werde ich hier in Paris von einem Attentäter ermordet werden. Das sagen Sie einfach so? Wenn mein Tod meinem Land nützt, dann soll mein Land meinen Tod haben. Aber, Senor Juarez, wollen Sie nicht Gegenmaßnahmen ergreifen? Sie könnten doch Ihren Aufenthalt hier abbrechen. Mich wie ein Feigling verkriechen, das mag Ihre Art sein, die meine ist es nicht. Wenn mich die Kugel des Meuchelmörders treffen soll, dann erwarte ich Sie. Niemand soll von Paolo de Juarez jemals sagen, er sei wie ein Feigling gestorben. Aber, Senor. Und wagen Sie nicht, in die Pläne der Vorsehung einzugreifen. Guten Abend, meine Herren. Guten Abend. Dass es solche Spinner immer noch gibt. Was hat man dann gesagt? Kein Anschluss unter diese Nummer. Wir wissen es doch auch so. Um Gottes Willen, lieber Professor, verhindern Sie das Attentat. Ja. Na ja, dann verhindern wir mal ein bisschen. Ich gehe rauf und packe unsere Sachen aus. Ich komme gleich nach, ich zahle noch. Ja. Guten Abend, Senorita. Wir vermissen meine Tasche. Haben Sie sie gesehen? Hier ist sie nicht. Vielleicht hat sie der Ober an sich genommen. Ich vermisse meinen Schlüssel. Haben Sie ihn gesehen? Eine hübsche Zimmernummer haben Sie. Nicht wahr? Und so einprägsam. Schlafen Sie gut, Senor. Na no. Was verschafft mir denn die etwas ungewöhnliche Ehre? Mein Name ist Alvarez. Ich bin Mitglied der Staatspartei von Pablo Mica. Und damit ein entschiedener Gegner von Juarez. Sehr hübsch. Und womit kann ich dienen? Auf Juarez ist ein Attentat geplant, hier in Paris. Was Sie nicht sagen. Wir wissen es aus sicherer Quelle. Er soll hier ermordet werden. Und wer, wenn ich fragen darf, hat ein Interesse an seinem Tod, wenn nicht Sie? Die regierende Partei, seine entschiedenen Gegner. Falsch, völlig falsch. Seine eigenen Leute wollen ihn umbringen. Was? Aber das ist doch ganz einfach. Entschuldigen Sie bitte, das verstehe ich nicht. Bin auch nicht in der Lage, solchen abstrusen Gedankengängen zu folgen. Wer könnte das sein? Man darf mich hier nicht sehen. Wer ist denn da? Der Klamauk, Herr Mann. Ja, der darf. Komm rein! Wer ist denn der? Hör zu, was er zu sagen hat. Da verstehst du alles. Reden Sie bitte. Also, Juarez ist der Führer einer radikalen Partei, die seit Jahren immer stärker wird. Bei den kommenden Wahlen in 6 Wochen haben Sie nun reelle Chancen zu gewinnen. Wenn Ihr Führer aber jetzt ermordet wird, wird man sagen, es war einer von uns. Ja. Einer seiner Gegner. Ist vermutlich richtig. Dann wird das Volk sich gegen uns empören. Wir werden entweder die Wahlen verlieren und Juarez-Partei die Macht gewinnen. Oder es wird eine Revolution ausbrechen, die alles hinwegfegt, was wir aufgebaut haben. Meinen Sie, dass Juarez weiß, dass seine eigenen Leute ihn umbringen wollen? Oh Gott, ich weiß es nicht. Zuzutrauen ist ihm alles. Eine reichlich makabre Angelegenheit. Hm? Passt haargenau auf diesen Spinner. Bitte helfen Sie mir, meine Herren, dieses Attentat zu verhindern. Tja, das müssen wir wohl.
Wer wird Nachfolger von Juarez, wenn er tot ist? Ein ganz schlimmer, sein Bruder Juan. Bleibt also in der Familie. Ja. Sind Sie sicher, dass das Attentat hier in Paris stattfinden soll? Er fährt dann noch weiter. Nein, es soll in Paris geschehen. Wissen Sie es oder glauben Sie es nur? Wir wissen es. Juarez' Partei gibt sich nicht mit der Provinz ab. Paris ist spektakulärer. Eine Wahnsinnsidee. Ist es auch Wahnsinn, hat es doch Methode, sagt Shakespeare. Es kommt hin und wieder vor, dass sich ein Mann für seine Partei opfert. Es sind alles Fanatiker. Trotzdem ist es eine Schnapsidee. Nur um eventuell die Wahlen zu gewinnen, verurteilt die Partei einen Menschen zum Tode. Kennen Sie den Attentäter, Senor Alvarez? Nein. Wir wissen nur, dass das Attentat hier stattfinden soll. Und wir als die Schuldigen angeprangert werden. Und Sie glauben, dass wir den Attentäter stoppen können? Sie müssen es, Senores. Im Interesse unseres Landes. Ist die Reiseroute von Juarez bekannt? Welche Veranstaltung wird er besuchen? Gibt es einen Staatsempfang? Wer wird ihn begleiten? Mann, wir haben keine Chance, nicht die geringste. Die geringste ist besser als gar keine. Also, fangen wir an, Senor Alvarez. Warum hast du mit dem Kerl gesprochen? Mir war der Zimmerschlüssel hinuntergefallen und er hat ihn aufgehoben. Rein zufällig, was? Ja, rein zufällig. Wenn der Kerl noch mal in deine Nähe kommt, breche ich ihm die Knochen. Man könnte fast meinen, dass wir verheiratet sind. Halt mich nicht zum Narren, du! Lass mich zufrieden, du Flasche, und jetzt raus! Das wirst du mir büßen. Also angenommen, Juarez weiß, wann und wo er erschossen werden soll. Er könnte sich seinem Mörder auf dem Präsentierteller anbieten, und zwar an jedem Punkt der Strecke. Das wäre entsetzlich, aber Juarez durchaus zuzutrauen. Wäre es möglich, dass Mendes und Rosita eingeweiht sind? Möglich schon, ich weiß es nicht. Ja, Sie wissen vieles nicht. Aber wenn sie eingeweiht sind, sind unsere Chancen ja noch geringer. Mhm. Ob Rosita mit von der Partie ist, könnte ich rausgehen. Wie wollen Sie denn das anstellen? Sie fragen. Und zwar am besten gleich. Hm. Ihr braucht mich doch nicht mehr, oder? Nein, nein. Tu, was du nicht lassen kannst. Eben. Ob ihr das schafft? Verlassen Sie sich darauf. Darin ist der Experte. Also habe ich doch richtig gehört. Willkommen, schöner Freund. Verzeihen Sie, gnädige Frau, aber das muss ein Irrtum sein. Willkommen, junger Mann. Treten Sie doch näher. Aber gnädige Frau, auf nüchternen Magen. Hilfe! Zu Hilfe! Ein Dieb! Ein Hoteldieb! Was ist denn mit dir los? Frühspaß. Hallo, das ist ja ein völlig neuer Zug an dir. Na, öfter mal was Neues. Apropos Neues, weißt du schon, welchen Weg Juarez fahren wird? Ja. Was? Nun, nach Einschätzung der Persönlichkeit Juarez, seinem Hang nach spektakulären Dingen, glaube ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass er den kürzeren Weg nehmen wird. Und wenn ich den Tatort bestimmen müsste, würde ich sagen, Invalidendom. Es macht sich in der Presse sehr gut, wenn Juarez unweit von Napoleon I. ermordet wird. Deine Überlegungs- und Kombinationsgabe ist schon umwerfend. Mhm. Nur hast du diesmal leider schwer daneben gehauen. Juarez für den längeren Weg. Wer sagt das? Rosita. Von einem Attentat hat sie keine Ahnung. Die Route aber kannte sie ganz genau. Mendes hat sie mit Juan abgesprochen. Und wenn ich die kleine Rosita nun angeschwindelt habe? Warum sollte sie? Wo ich ihr die Informationen förmlich in mühevoller Kleinarbeit abgerungen habe. Was so ein alter Ringer ist, der ringt schon was weg. Du kannst ruhig mal zugeben, dass du auf dem falschen Dampfer bist. Gern, wenn ich davon überzeugt bin. Du solltest Rosita noch mal überprüfen. Wie denn? Indem du sie nicht mehr aus deinen schönen, rehbraunen Augen lässt. Bitte, Senor Alvarez. Ja, hier Halfpenny. Rosita und Mendes haben das Hotel bereits verlassen. Nein. Juarez ist noch hier. Ja. Nein, da brauchen Sie keine Sorgen zu haben, Senor Alvarez. Peter passt auf. Und so bin ich mit dir, meinem geliebten Volk, auf alle Ewigkeit verbunden. Unser Kampf ist ein gerechter Kampf. Unsere Sache ist eine gerechte Sache. Wir werden siegen!
Und wenn alles um uns herum... Angebracht! Was fällt Ihnen ein? Ist hübsch. Ich meine, das ist sehr hübsch, was Sie da von sich geben, Senor. Ein Aufruf an mein Volk. Dachte ich's doch. Sagen Sie, finden Sie es nicht sehr leichtsinnig, sich hier so Mutterseelen allein aufzuhalten? Nein. Aber ich denke, Sie sollen ermordet werden. Ja, doch nicht in leeren Speisesälen. So etwas geschieht immer öffentlich. Aha. Sagen Sie, Senor Juarez, sind Sie wirklich davon überzeugt, dass Ihr Tod Ihre Partei an die Macht bringen wird? Wer hat Ihnen das erzählt? Nun, wir sind eben informiert. Ich sage immer, wenn man meinen Tod will, dann soll man meinen Tod haben. Aha. Ich habe keine Angst vor der Hand irgendeines... Nein, das kann ich verstehen. Aber trotzdem wäre es für Sie doch sicher auch angenehmer, nicht zu sterben. Ja. Ja, natürlich. Dann mache ich Ihnen den Vorschlag, mit uns sofort nach London zu fahren. Ich fliehe nicht! Ein Juarez ist kein Feigling. Dann bleiben Sie wenigstens im Hotel. Ich bin von der Regierung Frankreichs eingeladen und ich werde dieser Einladung Folge leisten. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Bitte. Ich habe gesagt, wir werden siegen. Und ich bin der Überzeugung... Langsam müssen Sie Routine bekommen. Ja, langsam kenne ich die Hauswand besser als die Treppe. Gibt's was Neues? Ja, ich habe mich mit Juarez über das Attentat unterhalten. Dies hätten Sie nicht tun sollen. Dies sagen Sie zu spät. Aber vielleicht bleibt er ganz einfach im Hotel. Juarez nie, der fährt. Fanatiker. Gruß allerseits. Mann, ich hab satt 12 Stunden durch Paris. Ich kann den Eiffelturm und all den anderen Kram schon nicht mehr sehen. Statt zu klagen, wolltest du berichten. Zuerst ist der Wagen zum Place de la Concorde gefahren. An der Ecke Rue du Faubourg Saint-Honoré hat er gehalten. Da ist was wieder ausgestiegen und mit einem Salto in einem Modegeschäft verschwunden. Ja, und dann? Ging der Zirkus los. Er vorne weg, ich hinterher. Mindestens 10 Mal haben wir die Runde gedreht. Ich bin reinweg besoffen von der Kurbelei. Und? Ist dir was aufgefallen? Na klar. Und zwar 10-mal dasselbe. Am Invalidendom verlangsamt er jedes Mal seine Fahrt. Also doch. Es sieht so aus, als ob die kleine Rosita dir einen Bären aufgebunden hat. Dafür lege ich sie übers Knie. Tja, aber was hat das alles zu bedeuten? Nun, ich nehme an, dass Mendes dem Schützen Gelegenheit geben wollte, genaue Vorbereitungen zu treffen. Tja, es tut mir leid, Peter. Aber ich muss mir die Sache selbst ansehen. Ich rufe sie an. Nein, nicht da hinaus. Ich möchte, dass niemand unseren kleinen Ausflug bemerkt. Wir nehmen Senor Alvarez Spezialweg. Sie haben den Vortritt. Sie klettern für Ihr Land. Und hier hat Mendes Rosita also wieder aufgelesen? Ja, da drüben ist das Geschäft. 5 Stunden in einem Modesalon, ist das nicht ein bisschen lange? Ich hatte meine Freundin, die hatte 5 Stunden gebraucht, um einen Strauß Veilchen zu kaufen. Sieh doch mal da. Ich könnte wetten, dass das ein Landsmann von unseren Freunden ist. Na, was gefunden? Ja, kannst du mir sagen, was das in einem Modesalon zu suchen hat? Wenn Gomez das Gewehr besorgt hat, dann weiß er auch, wer schießen wird. Da wäre es nicht so wichtig. Von wo aus geschossen werden soll, das würde mich viel mehr interessieren. Da ist eine Treppe, lass uns doch mal oben nachsehen. Ja. Sehr einladend sieht es nicht gerade hier aus. Nein. Aber das wäre der ideale Platz. Prima. Da finden wir uns morgen früh hier ein und fangen den Mörder direkt ab. Hast du Kleingeld? Wenn ich es wiederkriege. Ich will Alvarez anrufen und ihm sagen, dass wir wissen, von wo aus Juarez ermordet werden soll. Ja, das kriegst du wieder. Ein Telegramm. Ich bin Staatspräsident. Was?
Mein Bruder Juan hat einen Staatsstreich unternommen und mich zum Präsidenten ausrufen lassen. Wir haben es geschafft. Ja, mein Kind, wir haben es geschafft. Endlich ist mein Volk aufgewacht und hat bemerkt, welche Partei sie für seine Rechte einsetzt. Eine neue Zeit beginnt. Präsident Juarez. Oh, Monsieur le Président. Ja, gern. Oh ja, sehr gern. Morgen früh 10 Uhr bei Ihnen. Bonsoir. Wer war das? Der französische Staatspräsident hat mich morgen früh 10 Uhr zu einem Frühstück eingeladen. Wieder! Juarez Staatspräsident. Dieser Verbrecher. Alvarez? Ah, Sie, Professor. Wo ist das? Ah ja. Ja, ich danke Ihnen. Pfötchen hoch, junger Mann. Was denn? Sie? Ja, ich. Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Sie wollen Juarez töten? Wollte. Im Auftrag der Partei. Aber das ist nicht mehr nötig. Durch einen Staatsstreich ist Juarez letzte Nacht Präsident geworden. Oh, da gratuliere ich aber. Juarez passiert also nichts. Ich werde doch nicht unseren Präsidenten erschießen. Aber den Präsidentschaftskandidaten, den hätten Sie erschossen. Im Auftrag der Partei, ja, natürlich. Feine Unterschiede machen Sie. Wir sind Patrioten. Wissen Sie, was Sie sind? Komm, mein Junge. Die Welt steckt voller Narren. Adios. Obwohl eine schöne Zeit anfängt für Paprika mit Juarez als Präsidenten. Also in paprikanische Innenpolitik kann ich mich nicht auch noch einmischen. Sieh mal. Oh. So hübsche Patriotin. Kein Wort mehr davon. Na. Wenn du jetzt nicht aufhörst. Da war doch einer. Da war doch eben einer. Wo? Da im Zimmer. Alvarez. Hilfe! Ist Juarez tot? Nein. Na, Glückwunsch, Mr. Halfpenny. Nun ja, man tut, was man kann. Leider vergebliche Liebesmühe. Ich erfahre soeben, dass Juarez schon wieder gestürzt worden ist. Was? Ja. Also, jetzt reicht's mir aber. Los ab, Peter. Jetzt fangen wir ihn ein und dann sperren wir ihn in den Tower. Komm. Bravissimo.